Um Lack polieren zu können, brauche ich auch noch genug Lack. Und wenn ich wissen will, wie viel drauf ist, muss ich messen. In diesem Video geht es ums Messen der Lackschichte. Wie im GVMA über unseren Polierprozess oder Annahme und Polierprozess schon erläutert, ist das Messen der Lackschicht enorm wichtig, um zu wissen, was erwartet mich. Habe ich nachlackierte Bauteile, können mich Überraschungen erwarten? Und um überhaupt feststellen zu können oder eine Idee davon bekommen zu können, habe ich überhaupt noch genug Luft, um zu polieren? Sonst passiert euch das Gleiche wie bei unserem fatalen Fehlervideo. Viele von euch kennen es sicher. Wir wollen euch jetzt einfach mal zeigen, wie wir dabei vorgehen, und zwar in zwei Varianten. Die Variante 1, sehr komfortabel. Mit diesem lackschichtigen Messgerät mit angeschlossener App, sodass das Protokoll gleich digital erstellt wird und die Messpunkte vorgegeben sind. Aber auch Variante 2 mit einem eigenen Protokoll, das wir euch auch zum Download zur Verfügung stellen. Wir geben euch auch während des Messens noch ein paar Tipps und Tricks und erklären noch mal ein, zwei Sachen zum Thema Lackaufbau. Bevor wir starten, noch ein Hinweis: Nehmt das nicht als Sicherheit. Also ruht euch nicht drauf aus und sagt, boah, das Gerät hat es mir gesagt. Erstens sind die Dinger nicht extrem genau. Da gibt es sehr teure Geräte, die genau sind. Und noch teurere Geräte, die euch auch die einzelnen Schichten anzeigen. Denn das machen diese nämlich nicht. Die zeigen euch nur die Gesamtschichtdicke an, wie ihr trotzdem daraus einen verlässlichen Wert für den Knallack ziehen könnt, zeigen wir euch auch noch mal später. Und das Zweite ist, wir haben natürlich Bauteile wie Kunststoff, wie Carbon, wie GFK, also bestimmte Spezialmaterialien, die wir damit nicht messen können. Mit den handelsüblichen, ich sag mal, für Aufbereiter erschwinglichen Messgeräten können wir nur metallische und nicht metallische Oberflächen wie Aluminium zum Beispiel messen. Von daher ist es kein Allheilmittel, aber es ist eine ganz gute Geschichte, um sich nochmal abzusichern. Und ein nettes Gimmick, das man dem Kunden am Ende in die Hand drücken kann. Genug der Vorrede, los geht's. Hier gibt es auch gar nicht viel zu erklären, außer dass der Lack sauber sein sollte. Die App leitet euch mit jedem einzelnen Messpunkt durch das Protokoll. Ihr drückt das Gerät einfach auf den Messpunkt, wartet, bis der Wert steht und ein Ton ertönt. Je nach Lackdicke gibt es da verschiedene Warntöne auch im Spachtel zu erkennen. Dann drückt ihr einfach auf Speichern und der Wert ist gespeichert. Am Ende wird es exportiert und ihr habt ein fertiges PDF-Protokoll. So einfach, so simpel. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, es handelt sich nicht um ein hundertprozentig verlässliches Gerät in diesem Preisklasse. Es ist ein guter Indikator und ein nettes Gimmick, aber kein, ja, nichts, worauf man sich ausruhen kann. Ich glaube, das habe ich jetzt an dieser Stelle schon fast genug betont. Beim Protokoll ist es das Gleiche. Wir haben auch fast die gleichen Messpunkte festgelegt, einfach so diese typischen Punkte an den Ecken, um vielleicht Smart Repair zu erkennen und in der Mitte, um einen Vergleichswert zu haben. Ihr wartet einfach, bis das Gerät gepiept hat, euch den Wert anzeigt, schreibt den Wert dorthin. Je ordentlicher ihr schreibt, desto schöner wird euer Protokoll. Daran hapert es bei mir, deswegen auch PDF-Protokoll. Am Ende ist das Protokoll irgendwann fertig. Ihr könnt es bei euch einscannen, ablegen, speichern oder was auch immer tun, dem Kunden schenken. Und dann habt ihr ein Protokoll, analog und digital. Wundert euch nicht über die abweichenden Messwerte. Das sind natürlich, ich sag mal, Geräte, die einen ganz guten Indikator bieten, aber auf 10 μ genau, wenn überhaupt. Ne? Es ist wirklich, die analoge Variante funktioniert genauso gut, ist ein bisschen aufwendiger und ihr müsst eine schöne Schrift haben, wenn ihr es rausgeben wollt. Die digitale ist halt einfach ein bisschen komfortabler, aber muss jeder selbst wissen. Preislich ist das eigentlich kein Unterschied. Die liegen alle so im Bereich, sage ich mal, 100 bis 300 Euro. Das ist so die ganze Preisklasse, die man empfehlen kann. Günstiger sollte es nicht unbedingt sein, teurer, wer es gerne genauer haben möchte. Ich sag mal, ab 2.000, 3.000 Euro oder ab 1.000 Euro gehen die geeichten Geräte los, die dann wirklich so auf 2, 3 μ genau messen, verlässlich genau messen. Und ab 3.000 Euro gehen dann Lack-Ultraschallgeräte los, mit denen man verschiedene Werte messen kann. Ich habe euch ja noch versprochen, einen kleinen Tipp zu geben. Bei Werkslackierungen könnt ihr einfach mal die Tür aufmachen, den Einstieg messen, also im Türeinstieg messen. Und die Differenz aus diesem Wert und dem Wert auf dem Lack ist eine Idee, wie viel Klarlack drauf ist. Denn die Hersteller lackieren in den Türen sehr dünn Klarlack. Da ist zwar etwas drauf, aber sehr wenig. Deswegen kann man da so ein bisschen ableiten, okay, wie viel Klarlack habe ich. Funktioniert bei dem Ding hier nicht. Da habe ich teilweise 500 μ, das ist weit weg vom Originallack. Da hilft mir das nicht. Deswegen auch nochmal zusammenfassend, es ist kein Ruhepolster. Es gibt dir eine Idee, was noch da ist. Es gibt dir eine Idee, was du machen kannst. Und du hast einen, ja, einen Anhaltspunkt, um einfach noch dein Vorgehen zu entscheiden. Es ist wirklich nichts, worauf man sich versichern kann, verlassen kann. Aber trotzdem für mich, finde ich, ein wichtiger Punkt, um einfach einen Eindruck von dem Fahrzeug zu bekommen. Das Protokoll hier haben wir erstellt, bevor wir die digitale Variante haben. Wir packen euch hier unten einen Download-Link rein. Wenn ihr damit arbeiten möchtet, könnt ihr euch gerne runterladen und gerne nutzen. Wir verlinken euch auch beide mal zwei Geräte. Einmal das digitale Gerät, dann den, den wir haben und dann nochmal eine Alternative dazu, die wir auch empfehlen können. So hat man drei Preisklassen und kann sich entscheiden, was man will. Viel Spaß beim Messen. Hau rein.